Rücksprung, 1,5 Stunden früher. Das ist ja also der rote Teppich. Hier vor dem Kölner Kolonneum, etwa 50 Meter ist er lang, der Laufsteg der schönen und erfolgreichen des deutschen Fernsehgeschäfts. Es sind noch 3 Stunden bis zur Preisverleihung des deutschen Fernsehpreises. Die ersten Fotografen haben sich schon mal aufgebaut, ein paar Fans sind auch da. Aber noch ist nichts los und gleich werden hier die ganzen prominenten Vorfahren zur Verleihung des deutschen Fernsehpreises hier im Kolonneum. Und da ist er, der deutsche Fernsehpreis. Das hier ist natürlich eine absolute Übergröße. Später sind die etwas handlicher, vielleicht so groß, so wie auf dieser Wand hier. Das ist die Wand, vor der die Nominierten stehen werden und sich dann fotografieren lassen werden von den Fotografen, die sich da jetzt schon so langsam aufbauen und sich schon mal einrichten. Eine ganze Reihe Fotografen werden kommen, etwa 80 Fotografen, 20 Kamerateams sind erwartet. Und drüben im Saal, da beginnen auch noch die letzten Vorbereitungen. 6 Liter Champagner? 3 Liter, Crémant von der Loire. 6 Liter, 3 Liter. Sie sind aber leer. Warum sind die leer? Weil sonst, das ist zu viel Versuchung. Und wir haben genug ganz normale Flaschen, die auch lecker sind. Okay, dann schauen wir danach einmal, ob das auch wirklich so ist. Insgesamt 1200 Gäste werden heute Abend hier erwartet. Bis zur letzten Minute laufen hier noch die Vorbereitungen. Was wird das? Was ist das? Das ist der Lilleviv. Lilleviv. Das bedeutet? Lillet ist ein Weinapparativ mit 50% Likörnanteilen und das wird jetzt als Welcome gemacht mit Tonic gemischt, Erdbeer, Gurke und Minze. Aber es geht hier nicht nur ums Feiern, sondern ums Fernsehen. Mehr als 1200 Stunden hat sich eine unabhängige Jury angeschaut und wird heute Abend in 16 Kategorien die besten Produktionen 2012 küren. Auch Phoenix ist nominiert in der Kategorie Beste Information mit der Sendung Der Tag. Und wer bohrt eigentlich das dickste Brett? Nicht wer macht die herausragendste Einzelsendung, sondern wem gelingt es, dauerhaft, verlässlich gute Informationen einordnen, mit einem Schuss Unterhaltung auch zu bieten. Und haben deswegen 3 Formate, 3 Sendungsformen ausgezeichnet. Das ist zum einen die ZDF-Sendung Maybrit Illner. Sie wurde nominiert, weil sie sich als Platzhirsch im Gerangel der politischen Talkshows bravourös geschlagen habe, so die Begründung der Jury. Zum anderen wurde die RTL-Sendung Stern TV nominiert. Die Jury lobte besonders die Leistung von Moderator Steffen Halaschka, der als Nachfolger von Günter Jauch einen ganz eigenen Stil gefunden habe. Die 3. Nominierung, Der Tag bei Phoenix. Ich gebe zu, ich bin mit vielen anderen in der Jury echt bekennender Phoenix-Fan. Ich schaue das gerne. Es ist wichtig, dass es Phoenix gibt. Und die Redaktion leistet Tag für Tag, der Name ist Programm, verlässliche Arbeit. Und da geht es nicht darum, immer das populärste und quotenträchtigste Thema zu finden, sondern es geht einfach darum, das wichtigste, relevanteste Thema zu finden und auch unbekannteren Themen zu Aufmerksamkeit zu verhelfen. Das macht die Redaktion ganz ausgezeichnet. Während die anderen Nominierten noch warten und zittern müssen, ob sie diese Trophäe gewinnen, stehen 3 Preisträger schon vorab fest. Den Ehrenpreis für sein Lebenswerk erhält Frank Elzner. Der 70-Jährige hat nicht nur Wetten, dass und zahlreiche andere Sendungen erfunden und moderiert, sondern habe sich stets gleichermaßen für Programmqualität wie für das ganz große Publikum interessiert, so die Begründung. Neben dem Action-Spezialisten Hermann Joha bekommt auch ein langjähriger Phoenix-Autor den Preis für besondere Leistungen. Produzent Stefan Lambi, hier in einem Film über Per Steinbrück, habe durch präzise Dokumentationen über Wirtschaft und Politik sowie seine kenntnisreiche Begleitung der Euro-Krise überzeugt. Herr Lambi, was bedeutet Ihnen dieser Preis? Eine Menge. Es ist eine Ehrung nicht nur für mich, sondern auch für die ganze Firma. Also wir arbeiten da in einer Gruppe von Autoren, Kameraleuten, Cuttern und so weiter zusammen, Producer. Und für die nehme ich den Preis stellvertretend entgegen. Das ist die Anerkennung für viele Jahre harte Arbeit. 16:45, die ersten Nominierten und Gäste treffen ein. Und dann haben die Fotografen auch so langsam wirklich etwas zu tun. Ist das eher nervig oder ist das amüsant, was da passiert für euch? Es ist selten, dass man angeschrien wird. Ja, außer zu Hause im Bett.
Für so einen investigativen Journalisten, der verdeckt arbeitet, ist das doch jetzt hier was ganz anderes, eine ganz andere Welt, oder? Ja, ja, ich bin ja sehr fremd, aber gehört dazu und ja, da muss man dann durch. Ne? Sie tragen wie viele andere auch hier diesen Danke-Dirk-Aufkleber. Der Tod von Dirk Bach, ist das für Sie, überschattet der ein bisschen diese Veranstaltung? Ja, wir sind jetzt traurig. Also das ist eine Aktion vom Schauspielerverband und natürlich trauern wir, weil mit jedem Schauspieler, besonders mit Dirk Bach, natürlich, ja, sag ich jetzt mal, nur eine Galaxie an Liebenswerten verloren geht. Und aber ich glaube, es ist nicht in seinem Sinne, dass wir jetzt alle nur mit so einer Miene rumlaufen. Der hat sein Leben lang die Leute fröhlich gemacht. Ich glaube, der will auch, dass wir jetzt fröhlich sind. Aber denken an ihn sollten wir schon und Danke sagen auch. Jeder spricht darüber. Also die Frage, ob das der Sinn dieser Veranstaltung ist, dass wir, dass das so läuft. Also wir sind alle natürlich betroffen. Es ist traurig und der Dirk war ein zauberhafter, ganz, ganz lieber Mensch. Und sowas trifft immer hart. Ausgerechnet, dass das zusammenfällt. Aber ich glaube, man sollte am heutigen Abend nicht nur davon sprechen, in seinem Interesse. Er hätte sich das wahrscheinlich auf seine Art verboten. Der überraschende Tod war natürlich trotzdem Gesprächsthema unter den 1200 Gästen im Kölner Kolonium. Aber auch die Frage, wer sie denn nun bekommt, die deutschen Fernsehpreise. Warten, dass die Show beginnt? Und Optimismus beim Phoenix-Team. Wir gewinnen das. Herzklopfen. Wir gewinnen das. Ja, wir haben ein gutes Gefühl. Phoenix und Stern-TV in einer Kategorie nominiert. Was sagen Sie zum Konkurrenten? Also ich glaube, dass das ein ehrenvoller Konkurrent für jeden der beiden Bewerber ist. Und dann wollen wir die Kollegin Maybrit Illner nicht vergessen. Das ist, ich finde, ein hochklassiges, wie sagt man, eine hochklassige Troika. Aber ich fürchte, heute Abend wird sie geschieden und einer wird dann die Nase vorn haben müssen. Das sind die Regeln. Wie das mit Troika so ist, dann bleibt dann einer übrig, ne? So ist es. Da konnte er noch nicht ahnen, dass Stern-TV tatsächlich Sieger in der Kategorie Beste Information werden sollte. 3 Stunden dauerte die Preisverleihung insgesamt. Die Bilanz? Wir gratulieren dem Sieger. Stern-TV ist eine tolle Sendung. Für uns war es eine Ehre, dabei zu sein, nominiert zu sein. Und wir machen weiter, sind motiviert, Informationsfernsehen zu machen für mündige Zuschauer. Andere hatten Grund zur Freude. Wotan Wilke Möhring wurde für seine Rolle in Der letzte schöne Tag als bester Schauspieler ausgezeichnet. Barbara Auer und Ina Weiße als beste Schauspielerin in dem Film Das Ende einer Nacht, der gleichzeitig zum besten Fernsehfilm gekürt wurde. Der umkämpfte Publikumspreis für das beste Frühstücksfernsehen ging an das Team vom ARD Morgenmagazin. Jetzt sehen wir wenigstens mal, wie so ein Preis aussieht, oder? Sven. Schwer. Schwer? Schwer. Ein gutes Geburtstagsgeschenk für uns zwei. Schwer, ein bisschen spitz. Man kann sich wehtun damit, muss man aufpassen. Hat denn jeder jetzt einen bekommen? Ich dachte, es gibt nur einen Fernsehpreis fürs Morgenmagazin. Nein, es gibt natürlich für so eine große Redaktion mehrere und dann geht der so reihum. Also immer wer Nachtschicht hat, hat einen auf dem Schreibtisch stehen. Und jetzt macht das Morgenmagazin die Nacht zum Tag, oder? Ja, das kann man sagen. Jetzt wird gerockt, liebe Leute. Viel Spaß. Danke. Es wurde gerockt, gefilmt, gefeiert, gegessen und getrunken. In der Nacht war es dann egal, ob Preisträger oder nominiert, ob öffentlich-rechtlich oder privat. Die Abschlussparty